Wie bitte? Sie wollten sich an ihm rächen. Sie sind gar nicht zur Bushaltestelle, sondern Sie sind ins Yogastudio, um sich zu rächen. Hören Sie mal, ich kann verstehen, dass Ihnen mein Verhältnis zu Dr. Feiner etwas merkwürdig vorkommt. Mhm. Aber ich kann Ihnen versichern, Dr. Feiner hat alles getan, um meiner Tochter zu helfen. Ich habe keine Rachegefühle gegen ihn. Weder damals noch heute. Ich bin nur zu ihm, um zu ihm zu sagen, was meiner Tochter passiert ist. Herr Gross, mir brauchen Sie wirklich nichts vormachen. Ich kann sogar Ihre Situation verstehen. Sie müssen ja völlig aufgewühlt gewesen sein. Denken Sie doch mal nach. Ihre Tochter 4 Jahre im Koma gelegen, weil er irgendeinen Pfusch gebaut hat. Und dann verstirbt Ihre Tochter. Da wäre ich auch außer mir gewesen. Ich war nicht außer mir. Ich war etwas ungehalten, vielleicht nicht ganz bei mir. Es tut mir aber sehr leid, denn der Herr Feiner hat mir da was ganz was anderes erzählt. Der hatte mir nämlich erzählt, dass Sie an dem Mittag davor, als Sie ihn schon gesehen hatten, gar nicht so ungehalten waren. Ganz im Gegenteil, Sie waren außer sich, Herr Gross. Jetzt bleiben Sie doch endlich mal bei der Wahrheit. Stimmt das so, Herr Feiner? Weiterhin müssen Sie die Wahrheit sagen. Es ist wohl wahr, dass er an dem Tag recht aufgeregt war, aber ich habe ihn deswegen nicht verdächtigt. Was ist denn bei Herrn Gross' Besuch im Studio genau vorgefallen? Herr Gross kam während der Yogastunde zur Tür reingeplatzt und verkündete lauthals, dass er mich sprechen wollte. Ich fühlte mich gänzlich überrumpelt und habe natürlich Verteidigung bezogen und gemeint, so geht das natürlich nicht. Ich kann nicht von einer auf die andere Minute alles, was steht und liegt, fallen lassen. Und weiter? Dann meinte er, er sehe mich in drei Minuten vor der Tür. Gut, ich bin dann etwas später seines 5 Minuten hinausgegangen. Dann war er natürlich nicht mehr da. Es tut mir leid. Ich meine, es tut mir überhaupt leid. Ich wusste ja auch nicht, was passiert war. Ich kann ja verstehen, aber ich war an diesem Tag etwas ungehalten. Nicht ganz bei mir. Sie waren nicht bei sich, Herr Gross. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass Sie zurückgekehrt sind zum Yogastudio. Und dann haben Sie ihn gesehen bei seiner Übung. Und dann haben Sie an Ihre verstorbene Tochter gedacht. Und dann sind bei Ihnen buchstäblich ist alles durchgegangen. Sie haben sich dieses Brett genommen und Ihrer Tochter wegen, um sich daran zu rächen, Ihnen eins drüber gezogen. So war es doch. Nein, so war es nicht. Ich war an dem Tag nur einmal in dem Yogastudium und zwar nachmittags. Genauso, wie ich es Ihnen eben gesagt habe. Und Herr Gross hatte doch eine Gehbehinderung. Er hätte sich gar nicht anschleichen können. Ich meine, ich hätte den Täter gehört. Der Täter war doch leise, aber ich habe nichts gehört. Ja, ja, und Sie haben ja eben selber mitgekriegt, wie laut mein Stock ist, weil der Gummi kaputt ist. Ich wollte das schon längst reparieren lassen, aber ich komme einfach nicht dazu. Also ich würde mal sagen, der Zeuge Gross wäre aufgrund seiner Behinderung auch sonst überhaupt nicht in der Lage gewesen, sich auf der einen Seite auf den Stock zu stützen. Und wie soll man sich vorstellen, das hat einiges Gewicht, dieses Brett. Und dann auch mit so einer Wucht zuzuschlagen, funktioniert gar nicht. Aber Herr Staatsanwalt, wer sagt uns denn, dass der Herr Gross wirklich so eingeschränkt ist, wie er uns hier vorgibt? Herr Verteidiger, jetzt gehen Sie aber wirklich zu weit, ja? Wie bitte? Sie sollten sich lieber an die Spurenlage halten, ja? Und daran erinnern, dass von Herrn Gross überhaupt keine Spuren an diesem Brett sind. Ja, er wird aber zu jener Jahreszeit sicherlich Handschuhe getragen haben. Ah, ja. Oder aber mit seinem Pulli den Ärmel vorgezogen und so das Brett angefasst. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ich keine Pullis trage. Und ich habe an dem Tag auch keine Handschuhe dabei gehabt. Im Übrigen wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese unsäglichen Beschuldigungen gegen mich langsam beilegen würden. Jetzt machen Sie mal keine Gedanken, Herr Gross. Die Aussagen der Michelle Haupt, ja, die bestätigen auch, dass sich die Angeklagte an diesem Abend nochmals ins Yogastudium begeben hat. Gut, also es heißt, keine Fragen Ihrerseits mehr an Herrn Gross. Herr Gross, danke. Nehmen Sie mal bitte Platz. Sie bleiben unvereidigt. Michelle Haupt, bitte. Guten Tag, Frau Haupt. Nehmen Sie mal bitte hier vor den Platz. Ich muss Sie zunächst belehren, dass Sie als Zeugen die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie ist Michelle Haupt, 36 Jahre alt. Sie wohnen in Berlin. Sie sind ledig. Sie sind Grafikerin. Verwandt, verschwägert mit Angeklagten? Nein, aber ich kenne Betty aus dem Yoga-Unterricht bei Joe. Wir haben uns da öfter in den Kursen gesehen. Dann kommen wir doch gleich mal zum Tattag zu sprechen. Sie sollen an diesem 2. Dezember die Frau Wacke beim Yoga-Studio des Herrn Feiner getroffen haben. Ja, das stimmt. Insgesamt 2-mal. Wobei das erste Mal eher ein bisschen unangenehm war. Vor allem für Sie. Die Arme ist leider gerade reingeplatzt, als Joe und ich miteinander geschlafen haben. Herr Feiner hat sich da ein bisschen anders ausgedrückt. Er hat irgendwas gesagt von Energien austauschen und Blockaden lösen und so. Meine Blockaden werde ich so auch bestens los, Herr Richter. Gut. Wann und wie war denn dann Ihre 2. Begegnung mit Frau Wacke an dem Abend? Das war ein bisschen später, so um kurz vor 7:30. Da bin ich dann bei Joe raus, wollte zu meinem Auto. Und auf dem Parkplatz stand Frau Wacke an Joes Wagen und hat sich die Seele aus dem Leib geheult.
Ja, ich konnte das ja kaum mit ansehen und habe ihr dann erst mal ins Gewissen geredet, dass ich keine Frau für einen Mann so zum Deppen machen sollte. Das heißt, Sie hatten den Eindruck, dass sie deswegen geheult hat, weil sie beide da zusammen gesehen hat, oder wie? Ja, das hat sie ziemlich mitgenommen. Ach, das ist doch überhaupt gar nicht wahr. Das hat überhaupt nichts mit euch beiden zu tun gehabt. Ich war nur so fertig, weil ich wieder Stress mit meinem Ex-Freund hatte. Ach, Betty, mach dich doch nicht lächerlich. Ich weiß doch genau, wie verknallt du in Joe warst und wie du ihn immer angehimmelt hast im Yoga-Unterricht. Das hätten sie mal sehen sollen. Wenn er ihr Hilfestellung gegeben hat, ist sie mal fast in Ohnmacht gefallen. Was soll denn das jetzt wieder? Du willst dich doch mit diesem Blödsinn nur in den Mittelpunkt stellen. Als ob ich das nötig hätte. Ja. Worüber haben Sie denn auf dem Parkplatz dann noch gesprochen? Wir haben nicht viel gesprochen. Sie hat ja auch kaum was gesagt. Aber mir ist in dem Moment klar geworden, dass sie wohl wirklich gedacht hat, dass sie die Einzige ist, die mit Joe was am Laufen hat. Ja, und dann habe ich sie aufgeklärt, dass Joe und ich regelmäßig Sex haben. Und dass da auch noch andere Frauen sind. Das war vielleicht ein bisschen unsensibel von mir, aber ich kann ja auch nicht ahnen, dass sie gleich losrennt und Joe brutal einen rüberschlägt. Wieso weinen Sie denn jetzt? Na, weil sie immer noch unglücklich verknallt ist in Joe. Das reicht jetzt mal. Frau Wacke, kann der Grund Ihres Heulens vielleicht sein, dass die überhaupt doch ins Schwarze getroffen hat? Okay, ich gebe zu, dass ich mehr verliebt war in Joe, als ich vorhin zugegeben habe. Aber mich deswegen zu beschuldigen, das ist echt sowas von mies. Ich hätte Joe nie was Böses getan. Ja, natürlich nicht. Nichts, ja, natürlich nicht. Ja, kommen Sie, also Frau Wacke, ja? Sie haben es ja selber jetzt nicht so mit der Wahrheit gehalten, ja? Und das soll man Ihnen jetzt unbedingt alles abnehmen und glauben? Ja, aber das war doch nur, weil ich nicht unnötig verdächtig wirken wollte. Das müssen Sie doch verstehen. Ja. Also, Herr Kollege, dass meine Mandantin für ihn Yogalehrer Gefühle hat, ist ja wohl nicht verboten und macht sie doch noch lange nicht zur Täterin. Ganz im Gegenteil. Wenn sie so hohe und große Gefühle für ihn hatte und ihn gar geliebt hat, dann wäre sie doch nie in der Lage gewesen, ihn eins überzuziehen. Sie war es aber. Ich habe doch, als ich losgefahren bin, im Rückspiegel noch gesehen, wie sie schnurstracks zum Eingang vom Yoga-Zentrum gerannt ist. Und sie war richtig sauer, weil ich ihr das mit den anderen Frauen erzählt hatte. Ich bin dann aber nicht rein, sondern ich bin zum Park, weil mir nämlich durch den Kopf gegangen ist, was du alles gesagt hast. Ja. Und man sollte seinen Stolz haben und so. Ich bin dann nicht zu Joe. Das halte ich nach wie vor für eine lächerliche Behauptung. Genau so ist es. Jetzt machen Sie doch mal bitte Halblagen. Haben Sie gesehen, wie meine Mandantin da reingegangen ist? Nein, das nicht. Ja, na also, Ihre Aussage weiß also überhaupt nicht, dass meine Mandantin wirklich das Studio betreten hat. Und außerdem wird der Ex-Freund meiner Mandantin heute noch aussagen, dass sie völlig überrascht war, als er ihr von dem Anschlag auf den Herrn Feiner erzählt hat. Im Moment noch Fragen, die Frau Haupt. Keine Dann Danke. Zlatko Röder, bitte, Sie dürfen den Platz nehmen. Dankeschön, Sie bleiben unvereidigt. So, nehmen Sie bitte hier vorne Platz, danke. Herr Feiner, ich wollte mich noch mal entschuldigen, in aller Form, dass ich Ihre Hemd beschmutzt habe mit der Currywurst. Wenn Sie möchten, zahle ich Ihnen auch die Rechnung dafür. Also ich bitte Sie, lieber nicht, bevor ich das Ding zur Reinigung bringe und noch Chemikalien in die Umwelt schmeiße, dann lassen Sie es mal. Tun Sie Ihr Ding und lassen Sie mich bitte in Frieden. Ja, damit können Sie die Welt jetzt auch nicht retten. Machen Sie, also was Sie wollen. Also Sie mal beide bitte, Herr Marim, es geht jetzt nicht um Senf und Currywurst, es geht eigentlich um etwas viel, viel Gewichtigeres. Ihre Zeugenaussage nämlich, und als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen, sonst machen Sie sich strafbar. Ja, das ist klar, hoffe ich. Ja? Sie heißen Zlatko Röder, 33 Jahre alt, Sie wohnen in Berlin, sind ledig. Was machen Sie beruflich? Genau. Also mir gehört Zlatkos Wurstkiste, ja, gleich neben dem Stadtpark. Und da kriegen Sie die beste Currywurst weit und breit. Da kommen die Leute sogar von auswärts her, um die Currywurst zu essen. Ja, jetzt sind wir aber gerade nicht beim Casting für Deutschlands beste Currywurst, sondern in der Gerichtsverhandlung. Hm? Also verwandt, verschwägert, verlobt mit der Angeklagten. Nee, aber wir beide waren bis vor kurzem zusammen. Also 5 Jahre waren wir zusammen. Ich habe sie damals eingestellt und als Aushilfe. Und damals habe ich schon sofort gemerkt, dass sie ein besonderes Händchen für Currywürste hat. Also sie hat es wirklich gut verstanden, die beste Wurst zu machen. Na, das nenne ich doch mal eine romantische Liebeserklärung. Also Weiber wie Sie, die ganzen Tag nur Tofu und Würst und Grünzeug essen, haben doch überhaupt keine Ahnung. Bitte bleiben wir doch beim Thema. Also irgendwie muss sie doch hart getroffen haben, oder? Als ihre, sage ich jetzt mal, Ex-Freundin, die Frau Wacke, plötzlich in den Yogalehrer verliebt war. Ja, mich hat das schon ziemlich mitgenommen. Also das war so ein Schlag in den Rücken für mich damals. Ich habe sie irgendwie auch überhaupt nicht verstanden, was sie von dem Typ da wollte, weil der hat sie doch mit ihrem ganzen Räucherkrams und Esoterik-Gedöns einfach nur den Verstand vernebelt. Also ich vernebele hier niemanden den Verstand. Und ich will Ihnen mal eins sagen. Meiner Meinung nach war zwischen Ihnen und Betty schon seit geraumer Zeit ein Haufen Sand im Getriebe bei all den Blockaden. Ich blockiere ihn auch gleich mal, was Sie blöder Laberkopf. So, jetzt hören Sie beide mal zu. Jetzt reißen Sie sich mal am Riemen und ich will von keinem mehr Provokationen hören.
Aber schon gar keine Beleidigungen oder gar irgendwelche Drohungen, ja? Ja, für mich war das irgendwie, der Typ war für mich von vornherein nicht ganz koscher. Also der hat mit seinem ganzen Klimbim ja versucht, irgendwie die Weiber ins Bett zu kriegen, denen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und ja, meiner Meinung nach habe ich da auch recht behalten. Verbuch den doch einfach als Schuss in den Ofen. Du musst doch nicht seinetwegen jetzt hier unschuldig verurteilt werden. Aber jetzt wollen wir vielleicht doch beim konkreten Thema der Verhandlung hier bleiben. Was haben Sie denn konkret von dem Angriff auf den Herrn Feiner mitbekommen? Ja, also dieser Tag, das war voll der Stresstag für mich. Also das weiß ich noch ganz genau. Erst hatte ich ja Stress mit Betty. Und dann finde ich ihn dann kurze Zeit später im Yoga-Studio. Und dann kam Betty irgendwann nach Hause als das heulende Elend. Ja, und wenn ich an diesen Tag zurückdenke, dann werde ich noch bekloppt. Jetzt mal eins am anderen. Sie hatten erst mal Streit mit der Frau Wacke. Ja. Wann war das? Ja, das war am Nachmittag. Und da bin ich halt total durchgedreht, weil ich Angst hatte, dass Betty mich verlässt, dass sie aussieht und dann auch noch bei mir im Laden kündigt. Und dann haben wir uns halt so dermaßen gefetzt, dass sie dann abgehauen ist. Und dann war sie um 7:30 immer noch nicht wieder da, also zu ihrer Schicht. Und gegen 7:45 war ich dann ganz unruhig. Und dann bin ich ins Yoga-Studio gegangen, weil ich dachte, sie ist wieder bei ihm. Und sind Sie da fündig geworden? Nee. Das Einzige, was ich gefunden habe, war ihn. Und er lag da wimmernd auf dem Boden. Also zunächst dachte ich ja, er macht da wieder seine Verrenkungen da, seine Yoga-Verrenkungen. Und dann bin ich aber ziemlich schnell darauf gekommen, dass es da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und da ich auch kein Unmensch bin, habe ich dann auch den Krankenwagen gerufen, und um den Heini eben versorgen zu lassen. Aber ob er das umgekehrt für mich gemacht hätte, naja, da habe ich so meine Zweifel. Und wann sind Sie dann Ihrer Ex-Freundin wieder begegnet? Die habe ich dann kurz darauf getroffen, ja, so um 20.20 Uhr war das. Ja, das war auf dem Weg zum Stadtpark. Wieso zum Stadtpark? Ja, ich wollte ja zurück nach, zu meinem Imbiss. Und dann kam ich an der Biegung zum Stadtpark vorbei und dann habe ich da Betty getroffen. Ja, ich habe ihr das dann sofort von Latz geknallt, ne? dass ich das war, der ihren, was weiß ich, Yogi da versorgen musste. Und wie hat sie darauf reagiert? Sie hat gar nicht gewusst, wovon ich spreche. Und war das glaubwürdig für Sie? Ja, auf jeden Fall, ganz sicher. Ja, ganz sicher, auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Warum ja, vielleicht kann auf jeden Fall Folgendes sein, dass Sie hier versuchen, zugunsten der Angeklagten auszusagen. Weil Sie vielleicht doch mehr Gefühle haben, als Sie zugeben wollen für die Angeklagte. Wieso sollte ich das denn tun? Also meine Devise ist, wenn jemand Scheiße baut, dann muss er auch dafür gerade stehen. Und dann mache ich keine Ausnahme, auch jetzt nicht für Betty. Aber die war das nicht, da bin ich ganz sicher. Genau, dann erklären Sie mir bitte, warum ich Ihnen das glauben soll. Weil ich, Mensch, weil ich die Wahrheit sage. Ich sage immer die Wahrheit. So kann es vielleicht auch so sein, dass Ihnen Ihre Ex-Freundin irgendwas vorgespielt hat. Ja, dass Sie sehr wohl wissen, was mit dem Herrn Feiner passiert ist. Weil sie nämlich die Täterin war. Also wenn jemand das beurteilen kann, ja, dass sie die Wahrheit sagt, ja, bin ich das, weil ich sie ja 5 Jahre kenne. Ja? Kommen wir doch noch mal auf jemand anderen zu sprechen, Herr Röhler. Der Herr Gross, das ist der Herr da drüben, der hat uns erzählt, dass er am Tattag spät nachmittags bei Ihnen im Imbiss war. Können Sie sich daran erinnern? Ja, das ist richtig. Genau. Mhm. Also, und können Sie sich auch noch daran erinnern, in welcher Verfassung der Herr Gross war? Also er hat eine Currywurst bei mir gegessen und mir Pilz getrunken. Ja, die beste Laune hatte er nicht, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen. Was heißt das konkret? Ja, ich will das jetzt nicht so aufbauschen, weil ich gehört hatte, dass Herr Gross wirklich Grund hatte, sauer zu sein. Beschreiben Sie doch mal, wie er sich verhalten hat. Ja, wenn Sie es jetzt ganz genau wissen wollen, also er war stinksauer. Also er hat sich stinksauer zu mir an den Tresen gesetzt. Und da habe ich ihn auch gefragt, was denn los ist. Und was hat er darauf geantwortet? Er hat mich gefragt, ob ich den Yoga-Fuzzi von drüben kenne. Ja, dann habe ich dann erstmal gefragt, wieso er dann fragt, da hat er nicht darauf geantwortet und dann habe ich ihn auch in Ruhe gelassen. Können Sie sich nur erinnern, wann der Herr Gross da ihren Imbiss wieder verlassen hat? Also das hat er ein paar Bier getrunken, das war gegen 7:30, da ist er gegangen, circa. Herr Gross, der Herr Röhler gibt an, dass Sie völlig frustriert waren. Also wenn Sie einen Fehler gemacht haben, Herr Gross, dann raus damit. Ich habe keinen Fehler gemacht, verdammt nochmal. Ich kann das ja verstehen, dass Sie ausgerastet sind. Kann ich bestens nachvollziehen, aber... Jetzt meinen, dass unsere Betty jetzt dafür verurteilt wird. Das wäre doch furchtbar für Sie. Das können Sie doch nicht zulassen. Was ist los? Herr Gross, jetzt geben Sie doch einfach kurz und schmerzlos zu, dass Sie es waren, die dem Yoga-Fuzzi da eins von hinten rübergebraten haben. Dann ist es auch schnell wieder gegessen. Ja, sagen Sie mal, sind Sie völlig wahnsinnig geworden? Schieben mir eine Tat in die Schuhe, nur weil Sie Ihre Ruhe haben wollen. Aber nichts aber! Sie wissen gar nichts. Ich habe mein Kind verloren. Und Sie, Ihnen geht es doch nur darum, Frau Wacke wiederzukriegen. Sie wissen doch nicht, wie das ist. Also, Herr Gross,
Ich habe vollstes Verständnis für Ihre Lage, aber bei allem Respekt davor, was Sie durchgemacht haben. Das ist nicht die Art, wie wir uns hier im Sitzungssaal unterhalten wollen. Ich hätte niemals gestatten dürfen, dass er meine Tochter operiert. So aufgelöst, wie Sie jetzt sind, frage ich mich, ob Sie uns nicht vielleicht doch noch mehr zu sagen haben. Nein, ich habe nichts zu sagen. Lassen Sie mich doch einfach alle in Ruhe. Es tut mir leid, Herr Cross, was Ihnen passiert ist. Und Sie haben ganz recht, das haben Sie nicht verdient. Und Sie sollten Ihre Ruhe haben. Und deshalb gebe ich jetzt auch zu, dass ich es war. Betty, was? Betty, du warst das? Ist das jetzt ein Geständnis von Ja. Wirklich? Mir ist gerade klar geworden, dass die Probleme, die ich habe mit den Männern, das ist echt ein Fliegenschiss gegen das, was Herrn Cross zugestoßen ist. Und ich will nicht, dass er für irgendwas büßen muss, was ich getan habe. Es tut mir total leid, Herr Cross, dass ich nicht vorher was gesagt habe. Betty, was redest du denn da für ein dummes Zeug? Das ist kein dummes Zeug, Slatko. Ich habe dich die ganze Zeit angelogen. Das tut mir total leid. Mir war das nur so peinlich damals, dass ausgerechnet du Joe gefunden hast, dass ich einfach nicht... Ich konnte es dir einfach nicht sagen, dass ich das war, die... Ja, weißt schon. Die, ja, was? Also, was war jetzt genau? Es hat sich genauso zugetragen, wie der Staatsanwalt schon vermutet hat. Ich bin damals zurück ins Yoga-Studio, weil ich stinksauer war auf Joe. Er hat immer so getan, als wäre ich was Besonderes. Hat von unserer speziellen Verbindung gesprochen, von Energiefluss. Und ach, was weiß ich. Ich habe echt gedacht, wir sind zusammen. Für mich bedeutet das was, wenn man zusammen schläft. Ich habe mich total gedemütigt gefühlt, als Michelle mir das Ganze von diesen Tussen da erzählt hat, dass ich es ihm einfach nur noch heimzahlen wollte. Ich bin dann zurück ins Yoga-Studio, habe so ein Brett genommen und auf ihn draufgeschlagen. Zweimal, so fest wie ich konnte. Betty, ja, da sollten wir noch mal drüber reden. Vielleicht können wir da eine Übung finden gemeinsam, wo wir vielleicht unsere Spannung gegenseitig doch... Ach, lass mich doch bitte mit deinem Getue in Ruhe! Das ist doch alles bloß eine riesengroße Ego-Scheiße! Erleuchtung, Energiefluss. Ich muss nicht erleuchtet werden, um jemanden gern zu haben. Schönes Schlusswort. Ja. Eines Geständnisses. Hat noch jemand Fragen? Nein, danke. Dankeschön, Herr Höhler. Das war's für Sie. Ja, Sie dürfen den Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Wir haben zum einen noch einen Bundeszentralregisterauszug, aus dem sich ergibt, dass die Angeklagte nicht vorbestraft ist. Keine Eintagung. Dann wollte ich Sie noch fragen, was verdienen Sie denn so im Monat netto ungefähr? 900 Euro. Mhm. Unterhaltspflichten haben Sie ja keine. Mhm. Weitere Anträge, Erklärungen? Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, ich werde auf meinen Aktendeckel des Verfahrens schreiben, dass Karma hat zurückgeschlagen. Das ist aber keine Rechtfertigung, Frau Angeklagte, für das, was Sie getan haben. Sie haben mir in einer äußerst gefährlichen Art und Weise mit einem gefährlichen Werkzeug zugeschlagen. Und das hätte auch anders ausgehen können. Ja, Ihr Opfer hätte auch tot sein können, da wären Sie in einem anderen Gerichtssaal gesessen. Bei allen Umständen, die hier zu würdigen sind, meine ich, dass gegen die Angeklagte hier eine Freiheitsstrafe zu verhängen ist und keine solche am untersten Rahmen. Ich halte eine solche von einem Jahr und sechs Monaten für angemessen und meine auch, dass der Angeklagten auferlegt werden soll, ein angemessenes Schmerzensgeld zu bezahlen. Dankeschön. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, dem kann ich mich natürlich nicht anschließen, obwohl ich mich natürlich in allererster Linie beim Herrn Cross entschuldigen muss. Aber man muss auch sagen, er hätte ein starkes Tatmotiv gehabt. Meine Mandantin ist schuldig, allerdings gehe ich von einem minderschweren Fall aus. Und warum gehe ich von einem minderschweren Fall aus? Weil sie auf einen sexsüchtigen Lustmolch reingefallen ist, der hier das Yoga vorschiebt, um auf seine Kosten zu kommen. Und nichts anderes ist das. Sie hat ihn geliebt und deswegen ist es zu dieser Tat gekommen. Es war ein Affekt und ich denke, das ist ein minderschwerer Fall, sodass man hier auch noch eine Geldstrafe verhängen kann, was ich hiermit beantrage. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Frau Wacke, Sie haben die Anträge gehört. Sie können sich selbst jetzt noch verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Ich möchte nichts mehr sagen. Dann verkündige ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Die Angeklagte Bettina Wacke ist schuldig der gefährlichen Körperverletzung in § 223 Absatz 1 und 24 Absatz 1 Nummer 2 zweite alternative Strafgesetzbuch. Wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Also Mindeststrafe 6 Monate Freiheitsstrafe, wenn es nicht ein minderschwerer Fall wäre. Entschuldigung, beim besten Willen nicht mit der Wucht, mit der Sie zugehauen haben. Das ist ein massives Holz. Sie haben mehrfach zugeschlagen. Und es gab ja auch erhebliche Verletzungen, wie man an den Bildern sieht. Und ich muss schon sagen, hätten sie auf den Kopf geschlagen, dann wäre es sogar ein Totschlagversuch gewesen. Also da komme ich niemals zu einem minderschweren Fall. Und nur weil die Angeklagte von Herrn Feiners Umgang mit anderen Yogaschülerinnen und dem Mangel an Exklusivität beim Lösen von Spannungen enttäuscht ist und nur weil ganz offensichtlich für den Herrn Feiner das Lösen
der eigenen Spannungen in seiner Mitte wohl im Mittelpunkt steht. Und nur weil er nicht jedermanns Mitleid findet, ich muss auch zugeben, auch da sind bei mir nicht unbedingt positive Schwingungen entstanden, ist es alles kein Grund, das Ergebnis hier zu verharmlosen. Ich bin trotzdem weit unter dem Antrag des Herrn Staatsanwalts geblieben, und zwar, weil mir Ihr Geständnis sehr imponiert hat. Ja, das war nämlich getragen von Mitgefühl für den Herrn Cross. Und Sie wollten auf keinen Fall, dass der Herr Cross nach all dem, was er mitgemacht hat, noch in Bedrängnis gerät. Und da kann ich nur sagen, Hut ab. Deswegen die Hälfte von dem, was der Staatsanwalt beantragt hat. Natürlich zur Bewährung auszusetzen, weil Sie bisher nicht vorbestraft sind. Und ich glaube auch, das wird Ihnen eine Lehre sein. Es geht folgender Beschluss. Die Bewährungszeit dauert 2 Jahre. Der Angeklagte wird auferlegt, an die Staatskasse eine Geldbuße von 900 €, also ein Monatsgehalt, zu bezahlen. Ob der Herr Feiner dann wirklich auch noch Schadensersatz oder gar Schmerzensgeldansprüche geltend macht, muss er selbst überlegen. Gegen dieses Urteil kann noch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Herr Verteidiger, unabhängig davon, welche Energieflüsse speziell der Herr Feiner in den Mittelpunkt stellt, finde ich, es wird nicht dem Ganzen gerecht, wenn man hier von Yoga-Quatsch spricht. Gesund leben und die eigene Mitte finden, das ist doch sicherlich gut. Aber ich gebe zu, von Zeit zu Zeit löst sich eine Verspannung in meiner Mitte auch am allerbesten durch eine Currywurst. Vor allem ist die Hauptverhandlung geschlossen. Mensch, Betty, da hast du ja ganz schön Scheiße gebaut, wa? Ich weiß, ich komme mir auch total blöd vor, aber das ist nun mal passiert. Sag mal, willst du nicht zu mir zurückkommen, vielleicht? Meinst du das ernst? Ja, klar. Für dich setze ich auch zur Not Tofu-Würstchen auf die Karte. Echt? Ach komm. Ja, klar will ich zu dir zurück. Super. Und Tofu brauche ich erstmal nicht mehr. Okay. Ich hätte lieber meine anständige Currywurst. Ja, gut, komm.